Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Unboxing-Video auf meinem Kanal. Ist ja schon länger her und in diesem Video unboxen wir, ich, die Galaxy Buds Pro zusammen mit einem Case. Dazu möchte ich sagen, ich habe mir auf Amazon eigentlich nur die Galaxy Buds Pro bestellt und dass es jetzt hier ein Case dazu gab, ist vollkommen überraschend gewesen. Deswegen habe ich das hier auch schon mal aufgemacht, um zu sehen, ob da wirklich ein Case drin ist. Und Überraschung, da ist tatsächlich sogar ein Case drin. Und zwar hier hinten. Da. Also, ich habe dieses Case nicht mitbestellt. Da stand nirgendwo, dass es dieses Case gibt. Ich habe keine Ahnung. Aber ich finde es gut, dass ich eins bekommen habe. Ich werde euch einfach mal denselben Amazon-Link bei mir hier unten in die Videobeschreibung reinpacken. Wie wenn ihr diese Kopfhörer hier kaufen wollt. Und ich weiß halt nicht, ob ihr dann auch ein Case dazu bekommt oder nicht. Vielleicht war es auch nur Zufall, dass ich hier ein Case dazu bekommen habe. Aber ich wollte es mal gesagt haben. In diesem Video werde ich halt die Galaxy Buds Pro unboxen, mir ansehen, testen. Wie bei jedem meiner Unboxing-Videos bekommt ihr hier natürlich keine technischen Daten oder sonst was, sondern halt ganz amateurhaft einfach ein Unboxing-Video von mir so. Und ja, jedoch werde ich diese Kopfhörer mit den Galaxy Buds Live vergleichen, damit ihr wisst, sind die besser als die Galaxy Buds Live, sind die gut, weil ich hatte die Galaxy Buds Live für knappe ein Jahr. Das Problem ist, dass die Galaxy Buds Live halt eine beschissene Touchfläche haben. Die hatten bei der Touchfläche halt etwas defekt, beziehungsweise wenn man einmal getippt hat, dann hat er manchmal gar nicht getippt. Wenn ich wieder einmal getippt hat, hat er dreimal getippt. Wenn ich gedrückt halte für lauter und losgelassen habe, hat er manchmal einfach weiter lauter gemacht und ich muss die disconnecten, damit es nicht mehr weiter lauter geht. Ich weiß auch nicht. Zumindest deswegen habe ich die zurückgeschickt und von dem Geld dachte ich mir, komm, kaufst du dir einfach die Galaxy Buds Pro, wenn du ein bisschen mehr Geld drauflegst. Und deswegen habe ich die hier. Ich weiß aber noch ganz genau, wie die Galaxy Buds Live funktioniert haben, wie der Ton war und so weiter. Und deswegen kann ich trotzdem die hier wunderbar mit denen vergleichen. Erstmal würde ich sagen, wir fangen mit dem Langweiligen an. So kennt man es ja. Und zwar hiermit. Denn ich bin gespannt, was hier drin ist, weil ich das halt nicht erwartet habe. Wer hätte es gedacht? Ein Case. Und ein Ding. Und hier ist ein wunderbares Case. Ich frage mich jetzt, ob man das da reinklebt, beziehungsweise hier drin ist es nicht klebrig oder ob sich das einfach reinklickt. Also diese Dinger sehen hier gerade extrem dreckig aus. Das liegt daran wegen der, also hier seht ihr dieses ganze Graue und so weiter. Das ist das hier. Das ist nicht auf dem Glas. Das ist der Schatten. Also das Glas hier ist komplett durchsichtig, man sieht diese ganzen Herstellungspunkte und so weiter drauf. Ja, ich bin froh, dass ich ein Case dazu bekommen habe, weil ich wollte mir eigentlich sogar ein Case dazu kaufen. Tja, brauche ich wohl jetzt nicht mehr, aber jetzt können wir endlich zum Wichtigen, die Galaxy Buds Pro. Und sofort fällt das hier runter. Das kennt man ja, das ist hier immer hinter, Bedienungsanleitung, bla 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 und so ein Zeug. Ich glaube, das brauche ich jetzt nicht unbedingt zeigen, ist ein bisschen unwichtig. Was wichtig ist, ist das hier. Die Galaxy Buds Pro und man sieht hier direkt, diese Dinger hier sind neu. Normalerweise ist das immer nur eine Lasche da drüben. Jetzt wird es anscheinend auch von rechts und links gehalten. Ziemlich cool, aber bevor wir dazu kommen, das Unwichtige, Langweilige zuerst. So. Und zwar das hier und das hier. Hier sind höchstwahrscheinlich die Aufsätze drin. Und das hier ist ein neues Kabel. Und das ist gut, dass ich das hier bekommen habe, wenn das ist USB-C auf USB. Ich habe kein USB-C auf USB-Kabel. Das heißt, die Aufnahmen, die ich gerade in meinem Handy mache, muss ich hier rüber dann später auf meinem PC spielen. Ja. Und deswegen ist es gut, dass wir dieses hier bekommen haben, aber auch generell ein Aufladekabel. Es ist halt ein Kabel. Dann kommen wir hier zu diesem winzigen kleinen Mini-Paket. Ich weiß gar nicht, wo ich es aufmachen soll. Hier. Ja. Und da sind ganze 4 Aufsätze drin. Höchstwahrscheinlich einmal für kleiner als normal und größer für als normal. Ich werde wahrscheinlich entweder die normalen oder die kleinen nutzen. Und ja, sonst ist hier eigentlich nichts mehr drin. Das hier verschließen wir einmal. Ihr habt es ja jetzt gesehen, die Aufsätze. Ich werde die halt nicht benutzen, so. Und jetzt kommen wir zum Interessanten.
Und das Case, muss ich sagen, ist exakt dasselbe Case wie bei den Galaxy Buds Live. Zumindest von außen. Fingerabdrücklastig, auf jeden Fall ein bisschen. Aber so vom Gefühl her, vielleicht ein bisschen schwerer. Aber so exakt genauso dieselbe Größe und Haltung wie bei den Galaxy Buds Live. Nur der Unterschied ist, dass Schwarz jetzt auch matt ist. Ich hatte ja die bronzefarbigen Galaxy Buds Live und Schwarz war matt und die bronzigen waren, Schwarz war glänzend und die bronzefarbigen waren matt. Und das hier ist jetzt auch schön matt. Schade, dass es hiervon keine bronzefarbigen gibt, sonst hätte ich mir die auch gekauft. Aber machen wir es auf. Und da sind sie. Und ich merke gerade, komplett wackelig. Wer von euch kann sich noch an mein anderes Video erinnern? Ja, was soll man sagen, die Kopfhörer haben einen Defekt. Dieses Hin- und Her-Wackel und dieses, ja, das Problem ist, die Kopfhörer haben keine Stabilisierung drin. Und die haben halt gesagt, ja, das ist ein Produktionsfehler. Tja, die Frage ist jetzt, ob das hier gewollt ist, denn anders als beim letzten Mal, also das letzte Mal habe ich mir dann die bronzenfarbigen Galaxy Buds Live gekauft und dann war es nicht mehr so. Das letzte Mal war es aber so, dass ich das Case aufgemacht habe und bei klitzekleinen Bewegungen es schon zugegangen ist. Hier ist es so, dass es sich hinten so ein bisschen zurücksetzt. So, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Und dass da schon ein Mechanismus drin ist, dass es nicht zugeht. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass es hier normal ist. Wenn es nicht normal ist, dann schneide ich das jetzt ins Videoprogramm rein. Und wenn ich keine Ahnung habe, dann schneide ich es auch rein. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Aber anders als beim letzten Mal geht das Case zumindest nicht direkt zu, sondern ist wenigstens hier hinten drin. Deswegen glaube ich nicht, dass ich das hier zurücksenden werde. Tja, kleiner Spoiler, ich werde sie nicht zurückschicken. Und zu diesem Mechanismus und so weiter, ich habe zwar immer noch keine Ahnung, ob das so normal ist oder nicht, allerdings werde ich später im Video nach meinem Test quasi und in meinem Fazit etwas dazu sagen und deswegen brauche ich es hier nicht mehr zu sagen. Ja, hier sind die Kopfhörer. Relativ dick, aber klein und sehen halt aus wie Galaxy Buds so. Natürlich hier wieder glänzende Oberfläche. Mich stört es jetzt nicht, es kann matt, es kann glänzend sein, ist mir sowas von egal. Aber ja. Kommen da normal rein. Mal sehen, ob man sie auch andersrum reinpacken kann. Nein, kann man nicht. Beziehungsweise so. Nein. So, dann fangen wir jetzt erstmal an, das Case hier reinzubauen. Ich gehe da davon aus, dass es hier so reinkommt und ich mache es mal auf. Ja, ist drinne, oder? Ist drinne und es hält. So, dann das Case hier oben. Gibt es hier eine Vorder- und Rückseite? Ja, das hier ist dann höchstwahrscheinlich hier. Klickt sich rein und ist sofort zu. Ja, okay. Nicht ganz so zu. Okay. Hier ist ein Pfeil und der zeigt hier drauf. Also gehe ich mal davon aus, dass es so sein sollte. Jedoch fühlt es sich nicht fest an. Ja, ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ich werde jetzt auch die Kopfhörer mal ausprobieren, ob sie sich gut anhören, ob sie gut sind generell und so weiter. Also ich werde mich da jetzt komplett reinbringen, sage ich mal. Dazu muss ich aber die Aufnahme hier jetzt mal kurz stoppen, weil ich dafür mein Handy brauche. Also, wir sehen uns bei meinem Fazit wieder. So Leute, willkommen zurück und nun kommen wir zu meinem Fazit. Und erstmal, ich habe es geschafft, die Hülle drauf zu bekommen, denn dieser Pfeil hier zeigt hier drauf und nicht da drauf. Und ich hätte es wahrscheinlich auch erfahren, hätte ich mir die Rückseite angeschaut. Ziemlich sicher habe ich damit einige von euch getriggert, aber tut mir leid. Jetzt habe ich es richtig und jetzt hält es auch richtig. Es geht nicht ab, Es ist quasi fest dran geklickt. Ich würde es zwar jetzt nicht am Ring hier irgendwie an der Tasche befestigen, weil ich immer Angst habe, dass die Unterseite sich quasi hiervon löst, dann das ganze Ding wegfliegt und nur noch die Unterseite dran ist, weil die Unterseite ist auch nicht mit der Oberseite verbunden. Das heißt, es hält quasi das nicht. Ich hätte da immer Angst, aber ich im Endeffekt weiß ich nicht, wie schnell sich sowas löst und wie nicht. Ich glaube, wenn man sowas macht und wenn es bei dem offiziellen Produkt dabei ist, dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass es auch hält.
Ich würde es trotzdem nicht machen. Einfach aus Prinzip, da ich sowieso nicht meine Kopfhörer an meine Tasche hänge, warum auch immer. Naja, zumindest das Case ist dran und jetzt kommen wir mal zu einem anderen Punkt und zwar zu dem Punkt und zu sehen, ob das hier jetzt normal ist oder nicht. Ich habe bei Samsung angerufen und Samsung hat mir gesagt, keine Ahnung. Die arbeiten da gerade alle im Homeoffice und deswegen konnten sie sich kein Testgerät holen. Und da die Person, mit der ich geredet habe, selber diese Version von den Galaxy Buds Pro nicht da hatte, ja, logischerweise, konnte der mir nicht sagen, ob es jetzt normal ist oder nicht. Aber ich habe auf YouTube einfach mal geschaut und habe mir dort auch angesehen, wie es andere machen, beziehungsweise wie andere das Case öffnen, wie sich das Case dort verhält. Und ich glaube, dass es eigentlich relativ normal ist, denn es geht zwar hier extrem schnell runter, aber auf der anderen Seite hält es hier auch. Wie man hier sehen kann, wird es zurückgeschleudert. Das bedeutet, es ist zwar so relativ locker so, allerdings in der Hand hält es, dass es offen ist, das heißt, da wurde etwas bearbeitet, wie man hier sehen kann. Und es geht halt hier einfach relativ schnell zu, ohne Kraftaufwand auf. Es hält, deswegen glaube ich, dass es so normal ist und deswegen behalte ich diese Galaxy Buds auch und schicke sie nicht zurück. So, kommen wir nun zu dem Schmuckstück, die Galaxy Buds an sich. Wie hören sie sich an? Passen sie in meinen Kopf rein? Wie ist das Active Noise Cancelling? Und so weiter. Also, passen sie in mein Ohr rein. Teilweise. Keine Ahnung. Also wenn ich sie in mein Ohr reinpacke, dann habe ich zwar das Gefühl, dass sie fest sind und dann fühlen sie sich auch in mein Ohr quasi drinne. Das Problem ist, dass sie dann, wenn das in mein Ohr ist, dass sie dann ungefähr so immer rausstehen. Und sie stehen halt sehr, sehr intensiv raus aus meinen Ohren. Kann aber auch nur an meinen Ohren liegen, ich weiß es nicht. Zumindest stehen sie sehr krass raus. Ich habe auch die anderen Aufsätze ausprobiert. Bei den kleinen fallen sie sofort raus, bei den großen passen sie nicht mehr rein. Das heißt, diese Aufsätze, wie ich schon gesagt habe, sind die besten für meine Ohren. Ja. Und jetzt die Frage zu, wie hört es sich an? Also der Sound im Vergleich zu den Galaxy Buds Live hat sich gesteigert, aber ich glaube nicht so krass gesteigert. Ich glaube, da macht einfach daher, dass es in ihr ist, viel mehr aus, als dass es nur auf den Ohren gelegt wird so. Das bedeutet, der Sound ist besser, aber nicht so krass besser. Aber er ist intensiver. Man hat genauso wie auch bei den Galaxy Buds Live und überall sonst einen Equalizer zur Auswahl. Ich nutze da immer die Einstellung dynamisch, weil ich einfach das Gefühl habe, dass Standard so standardmäßig sich anhört, langweilig und dynamisch nochmal richtig so aufmacht. Wie als wenn dort eine Wand zwischen dir und der Musik ist und du mit der Auswahl von dynamisch diese Wand durchbrichst. Natürlich höre ich auch sehr gerne in Triple Boost, wenn ich das jetzt gerade richtig ausgesprochen habe. Es tut mir leid, wenn nicht. Hört sich auch extrem gut an, aber ich lasse es halt auf dynamisch. So, und jetzt kommen wir zur Touch-Bedienung. Bei den Galaxy Buds Live gab es bei mir die Probleme, dass ich für mich einmal gedrückt habe, manchmal nichts passiert ist, dann nochmal einmal, manchmal dreimal und so weiter. Das ist hier nicht. Die Touchfläche funktioniert genauso wie auch bei den normalen Buds. Extrem gut, zuversichtlich, wenn man denn treffen kann. Ich kann treffen, wenn man nicht treffen kann, dann sollte man die Buds nicht verurteilen, deswegen finde ich. Aber für mich funktioniert das gut und diese Buds haben etwas, was die Galaxy Buds Live nicht haben und was ich gar nicht wusste, was aber extremst wichtig ist. Sie haben eine zweite Touchfläche am Rand und zwar hier irgendwo am Rand. Bei den Galaxy Buds Live war es immer so, dass ich die Touchfläche benutzt habe, um laut und leiser zu machen. Doch am Rand ist eine Touchfläche, die man einschalten kann über die App, mit der man ebenfalls laut und leise machen kann. Und zwar mit dem Randtippen, ungefähr so. Wenn man an Rand tippt, oder die Seite, ich weiß es gerade nicht, wenn der Fokus wieder drauf geht. Wenn man an Rand quasi tippt, kann man mit jedem Doppeltipp quasi lauter machen oder auf der linken Seite leiser. Und dadurch, dass ich laut und leiser mit der Seitentouchfläche kontrollieren kann, konnte ich die beiden Sachen nutzen, um jetzt quasi das Active Noise Cancelling oder das Umgebungsgeräusche zu benutzen. Es gibt da insgesamt drei Möglichkeiten. Einmal beides, dass man quasi einmal länger gedrückt hat, dann ist das Active Noise Cancelling. Nochmal länger gedrückt hat, dann ist Umgebungsgeräusche. Das Problem dabei ist, dass man
egal was man macht, es nicht wieder auf den normalen Modus bekommt, deswegen nutzt das nicht. Und dann kann man halt entscheiden, beide Seiten das Active Noise Cancelling, also halten an, halten aus oder Umgebungsgeräusche. Ich habe da das Active Noise Cancelling, aber ich überlege noch vielleicht doch die andere Seite zu benutzen, sodass das Active Noise Cancelling die ganze Zeit aktiv ist. Weil, wenn es aktiv ist, hört man kein Rauschen oder sonst was. Oder halt, dass ich dann die Umgebungsgeräusche dann anschalte, dass ich es gar nicht mehr auf normal lasse. Da muss ich aber selbst noch gucken. Tja, wie ist denn eigentlich das Active Noise Cancelling? Ich bin rausgegangen, wo gerade gesägt wurde. Und ja, ich würde sagen, es ist ein bisschen besser als bei Galaxy Buds Live, aber nicht extremst besser. Wenigstens hört man kein Rauschen mehr, wenn man es halt aktiviert hat. Also es ist wirklich Stille. Und es ist wie bei den Galaxy Buds Live, so dumpfe Töne oder so werden ausgeblendet, aber trotzdem hört man natürlich was. Ich bin jetzt nicht Bus gefahren oder so, ich habe nicht meine Busfahrkarte. Allerdings beispielsweise Regenzaun von draußen oder so, zumindest den ich jetzt gehört habe, so ganz leichten Regen, den konnte er rausfiltern. Und auch wenn ich jetzt beispielsweise mit der Hand hier drauf donner, die dumpfen Töne hiervon nimmt er raus. Aber den eigentlichen Boom hier nicht so ganz. Das heißt, ja, es ist, ja. Dafür ist das andere Umgebungsgeräusche noch viel, viel intensiver. Denn Umgebungsgeräusche, da gibt es insgesamt 4 Stufen, die man auswählen kann. Von leiser und laut, ich habe es immer laut. Und man hört sich halt dadurch sehr gut selber. Und die gesamte Umgebung, man hört sogar teilweise besser als die normalen Ohren. Natürlich in einem telefonischen Sound das alles, aber das finde ich auch sehr, sehr interessant und gut. Außerdem gibt es hier einen Modus, ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber in diesem Modus ist es tatsächlich möglich, dass, wenn man redet, die Umgebungsgeräusche eingeschaltet werden und wenn man nicht mehr redet, es ausgeschaltet wird. Ich habe das auch ausprobiert, ich habe geredet, sofort eingeschaltet, habe aufgehört, instant ausgeschaltet. Normalerweise braucht das dann so 0 bis 10 Sekunden, aber sofort instant ausgeschaltet, fand ich sehr gut. Ich werde es zwar nicht benutzen, weil wozu so? Wenn ich mit jemandem rede, nehme ich meist immer einen Hörer raus oder wenn ich überhaupt weiß, dass ich gleich mit jemandem rede, nehme ich erst recht nicht beide Hörer rein, weil das ist unhöflich. Deswegen brauche ich dieses Feature nicht, aber es funktioniert auf jeden Fall. Das wäre insgesamt jetzt eigentlich auch mein Fazit hierzu gewesen. Also sie sind besser als die Galaxy Buds Live dadurch, dass sie einfach diese Touchfläche haben, dass sie halt ein bisschen ein paar mehr Möglichkeiten haben. Von der gesamten Buds-Reihe sind sie eigentlich auch die besten, wenn es um Sounds geht. Es hat ein Dings hier, Tasche dazu, weil es ich sehr gut finde, weil die anderen sind mir sehr oft runtergefallen und haben dadurch auch Kratzer aufbekommen. Aber an sich bin ich sehr zufrieden mit den Galaxy Buds Pro. Ich werde sie jetzt weiterhin benutzen und ich hoffe, dieses Video hat euch wie immer gefallen. Abonniert meinen Kanal, liked und teilt meine Videos mit all eurer Familie und so weiter. Also das Übliche halt. Macht das einfach und bis dann. Ciao. Remember the first time I met you, was at the mall.